Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Bei dem letzten Video, wo es um den M4 GTS ging, also um das Auto darunter, wo ich ja den Ölabscheider eingebaut habe, hatte ich ja erwähnt, dass an dem Tag auch die Hebebühne hätte kommen sollen. Ist sie dann auch. Im Zeitfenster 9 bis 14 Uhr war angegeben, kam dann natürlich kurz vor 14 Uhr der Klassiker. Jetzt ist sie da. Jetzt wird das ein bisschen spannend, weil ich keinen Hubwagen habe und auch keinen Motorkran. Ja, laut Twinbush, also die Bühne ist von Twinbush, laut der Anleitung oder laut diesem Informationsvideo zum Aufbau, wäre das ganz gut, beziehungsweise ist das scheinbar vorgesehen, dass man das braucht, um die aufzubauen. Jetzt kümmere ich mich erstmal darum, dass ich diese Rampen, ich habe mir noch so zusätzliche Rampen bestellt, damit man auch mit tieferen Autos draufkommt, dass ich die erstmal runterbaue. Und dass ich dann die Steuereinheit, die sitzt da in dem großen Karton, dass ich die runternehme und danach versuche ich das mit dem Wagenheber. Und ich habe ja so rollbare Teller, die ich sonst verwende, um zum Beispiel Autos drauf abzustellen und sie dann zu manövrieren, ohne dass man sie anmachen muss. Dann versuche ich das mit diesen Tellern eben das Ganze zu bewegen. Mal gucken, wie gut das geht. Ich packe euch dafür auf jeden Fall in den Zeitraffer und dann drückt mir die Daumen, dass ich das hinbekomme, ohne Hubwagen, ohne Motorkran das Zeug aufzubauen. So, jetzt habt ihr im Zeitraffer gesehen, wie ich das hier zusammengestöpselt habe. Letzten Endes geht es einfach darum, in der Anleitung ist hier beschrieben, welches Kabel wohin kommt. Die Kabel sind ja nummeriert. Die einzige Schwierigkeit, die ich hatte, war den Startpunkt zu finden. Denn hier auf dem Schaubild ist es ja eine durchgehende Leiste. Und wie ihr sehen könnt, ist das bei mir ja so zweigeteilt. Und habe ich einfach hier oben bei den Eingangskabeln geschaut, wo es da losgeht. Und habe dann eben identifiziert, dass es bei mir hier ab dem zweiten Block losgeht und habe dann, wie in der Anleitung beschrieben, eben
die Zahlen entsprechend, also die Kabel mit anhand der Zahlen entsprechend verbunden. Eine Geschichte ist dabei, sage ich mal, ja, das ist so ein bisschen anders oder sage ich mal, man könnte vielleicht drüber stolpern, sagen wir es mal so. Es gibt zwei Kabel, die haben mehr oder weniger die gleiche Reihenfolge. Und zwar ist das der Kabelverbund mit dem Kabel 4, 7, 12, 13. Und dann im Anschluss gibt es nochmal so einen Kabelverbund mit 4, 7, 12, 14. Also da muss man eben aufpassen, dass man sozusagen den richtigen Kabelverbund nachher anschließt, weil die sich sehr ähneln. Also gerade am Anfang 4, 7, 12 ist bei beiden gleich, bei beiden Kabelbündeln. Nur eben das Endkabel ist dann eben einmal die 13 und einmal die 14. Und am Ende gibt es eben nochmal doppelt 1 und 14. Da habe ich mir jetzt einfach keine Gedanken gemacht und einfach ja, irgendeins verbunden. Laut den Informationen, die ich habe, ist das egal. Jetzt schraube ich das hier, den Deckel wieder drauf. Dann werde ich noch Hydraulikflüssigkeit einfüllen. Dann werde ich mal probieren, ob ich alles richtig gemacht habe und die Hebebühne auf der Palette so ein bisschen anheben. Denn da sind noch solche Hölzer drunter geschraubt. Die muss ich wegbekommen. Ja, jetzt wie gesagt, ich fülle mal auf, baue das Zeug hier zusammen und dann, wenn ich alles angeschlossen habe, schauen wir mal, ob ich es richtig gemacht habe und ob es hier hochfährt. Das habt ihr eben auf dem Zeitraffer gesehen, dass selbst wenn ich den Knopf drücke, wo das Licht da ist, die Hebebühne sich nicht gehoben hat. Also sie ist nicht nach oben gefahren. Jetzt seht ihr, jetzt ist sie ein bisschen nach oben gefahren. Woran lag das? Es war hier hinten immer ein Geräusch zu hören. Ich habe auch gesehen, dass sozusagen Bewegung im Tank ist, aber der Füllstand hat nicht abgenommen. Dann habe ich mal bei Twinbush die Videos durchforstet und da gibt es ein Video, das verlinke ich euch auch unten, wo beschrieben ist, was dann die Ursache sein könnte. Und zwar habe ich ja hier jetzt Starkstromanschluss. Das heißt, wir haben drei Phasen. Und in dem Video wurde eben beschrieben, dass wenn die Phasen vertauscht sind, also zwei der Phasen, dass dann der Motor in die falsche Richtung dreht und dann entsteht genau dieses Fehlerbild. Sprich, wir hören, dass der Motor dreht. Wir sehen auch im Tank, dass wir Bewegung haben, aber wir können eben auch erkennen, dass der Füllstand sozusagen nicht weniger wird. Und das ist dann laut Twinbush eben ein Hinweis darauf, dass die Phasen verdreht sind. Das heißt, ich habe den Kasten jetzt eben nochmal geöffnet, deswegen sind auch hier die Schrauben weg. Und dann gibt es ja hier diese dicke Zuleitung von dem Starkstrom. Die hat innen drin entsprechend drei Kabel, also drei Phasen plus eine Erdung. Und da habe ich jetzt die Phasen, wie im Video beschrieben, L1 und L2, einfach mal gedreht. Wieder angeschlossen, es ist nichts explodiert, das grüne Licht ging an und die Hebebühne hebt sich jetzt auch und der Füllmittelstand im Behälter geht weg. Das heißt, wir können das jetzt hier einmal nochmal demonstrieren. Das funktioniert. Das heißt, ich schicke euch jetzt nochmal in die Timelapse. Ich muss nämlich die Klötze lösen und das Ganze demontieren. Das mache ich in der Timelapse. Aber das, wie gesagt, als Info für euch, wenn ihr das Problem auch habt bei Starkstrom, dann ist es wahrscheinlich ein Problem eben mit verdrehten Phasen, die dann einfach tauschen, L1, L2, und dann sollte das wieder gehen. Thank you.
So, jetzt habt ihr alles gesehen, den ganzen Aufbau. Es ist tatsächlich, so wie sie es bei Twinbush zeigen, wenn man so einen Motorkran hat, deutlich einfacher, die Hebebühne aufzubauen, weil man dann eben die Hebebühne an so einem einzelnen Punkt anheben kann. Ich hatte ja nur diese kleinen Rolldinger. Ich habe es dann mit dem Wagenheber aber auch hinbekommen. Es hat einmal ein bisschen gerumst, aber war jetzt nichts Dramatisches. Ist halt einfach, weil das, wie gesagt, aufgrund der Höhe von diesen Dingern musste ich das so leicht schräg stellen. Dann hat es halt einmal so 5 cm runtergeplumpst oder 3. Also völlig unkritisch geht auch. Man kommt dann schon zurecht. Jetzt habe ich hier noch die Auffahrrampen. Die werde ich dann, je nachdem, welches Fahrzeug ich benutze oder ich positioniere sie generell, muss ich mal gucken. Aber ich denke, ich werde sie eher nur bei gewissen Fahrzeugen anbauen. Ansonsten brauche ich sie ja nicht. Die Bühne ist ja jetzt von der Auffahrhöhe nicht sonderlich hoch, steht jetzt hier schön mittig. Das Einzige, ich hatte extra gefragt bei Twinbush, als ich bestellt habe, wie lang ist denn das Starkstromkabel, weil ich ja da hinten die Steckdose habe. Die Frage war deswegen, weil man die Bühne hat ja eine Vorder- und eine Hinterseite, also das, was wir jetzt hier sehen, ist sozusagen die Hinterseite. Und da, wo dieser große Hydraulikzylinder sitzt, oder die Zylinder, also hier auf der Seite und da drüben auf der Seite, das ist sozusagen die Vorderseite und normalerweise, oder das hat man in diesen Videos zur Hebebühne erklärt bei Twinbush, sollte man das Fahrzeugteil, wo das meiste Gewicht ist, also zum Beispiel bei meinen Autos, ist ja beim BMW oder auch hier beim Audi so, gerade beim Audi, dass der schwerste Teil eigentlich vorne ist, wo der Motor ist, dass man das eben auch vorne an die Hebebühne platziert, sodass sie sozusagen den schwersten Punkt anhebt, damit sich das nicht so sehr verspannt. Und deswegen die Frage, nochmal zurückzukommen, wie gesagt, als ich die Hebebühne gekauft habe, wie lang ist denn das 400-Volt-Kabel? Und da meinte der Herr, er muss nochmal nachfragen, hat nachgefragt, die Antwort war 2 Meter. Ja, wahrscheinlich haben wir einfach ein unterschiedliches Verständnis von 400-Volt-Kabel. Das, was Sie hier sehen, ist das Kabel für die Hydraulikleitungen und natürlich auch für den Strom. Allerdings ist das, zumindest nach meiner Interpretation, nicht das 400-Volt-Kabel. Das hier, dieses kurze, was sind das, vielleicht 40 cm Kabel, das ist eigentlich das 400-Volt-Kabel. Und wie ihr sehen könnt, ist das sehr kurz. Und deswegen, weil ich nur dieses Kabel habe, was hier dabei ist und keine Verlängerung, wenn Sie mir gesagt hätten, das ist so kurz, hätte ich eine Verlängerung gekauft. Habe ich jetzt nicht, jetzt habe ich sie halt so rum aufgebaut, die Bühne, jetzt muss das halt hier stehen. Und deswegen ist dann sozusagen auch die Front hier hinten, ist aber auch nicht so schlimm, kriege ich auch hin. Ich habe jetzt hier vorne ein bisschen mehr Platz gelassen bei der Bühne, sodass ich sozusagen, auch wenn ich dann mal vorne was mache, genügend Spielraum habe, damit das hier nicht so eng wird. Natürlich wäre es komfortabler gewesen, wenn ich sozusagen die Front der Bühne, also dieses Teil, was jetzt hinten steht in der Halle, wenn ich das nachher hätte vorne positionieren können. Aber das ging eben, wie gesagt, aufgrund der Kabellänge jetzt nicht. Es ist jetzt eben so von der Höhe. Wie gesagt, ist das 1 Meter, was die Bühne hochfahren kann. Das ist eigentlich sehr angenehm. Es ist natürlich klar nicht so komfortabel, wie wenn man jetzt eine Scherenhebebühne oder eine Viersäulenbühne hat. Aber das Ding konnte ich jetzt alleine aufbauen. Das ist auch relativ, relativ mobil. Also die kann ich auch hier in der Halle so ein bisschen rangieren, wenn ich die wieder auf meine Unterstellböcke da packe. Insofern ist das die bessere Alternative für mich. Zudem muss ich sie nicht verschrauben. Man kann sie verschrauben, man muss es aber nicht. Dann, was war dabei? Standardmäßig diese dicken Unterlageklötze. Dann habe ich netterweise noch umsonst dazu bekommen, diese dünnen Unterlagblöcke. Dann ist dabei dieser Fußschutz. Den kriege ich allerdings nicht montiert, weil die Abstandslöcher nicht passen. Deswegen lasse ich das jetzt einfach. Dann hier noch irgendwelche Halter und eben optionales Zubehör, wenn man das Ganze im Boden verschrauben will. Und ganz wichtig, ich denke, das kann man zeigen. Man sieht ja zwar ein bisschen nackte Haut, aber nichts Verwerfliches. In dem Sinne ist ja alles kaschiert. Ich kann die Inhalte leider nicht zeigen, denn da wird ein bisschen mehr preisgegeben. Also, dass das heute noch gibt, finde ich cool. Kalender war auch dabei. Ja, jetzt mache ich hier noch ein bisschen sauber, fahre die Bühne wieder runter. Das ist übrigens ganz nervig, dieses laute Geräusch beim Runterfahren. Das werde ich abklemmen, das geht mir tierisch auf den Sack oder irgendwas drüber kleben, weil das Gepiepse ist echt unangenehm laut. Dann werde ich einmal noch hier alle Nupsis schmieren. Ich hatte mir extra so eine Schmierpistole bestellt mit so einer Spitze. Jetzt ratet mal, was ich nicht mehr finde, die Spitze, genau. Das heißt, ich habe mir jetzt nochmal so ein Set von diesen Aufsätzen bestellt für die Schmierpistole, damit ich da auch rankomme. So ist das halt. Ordnung ist das halbe Leben, die andere Hälfte suchen oder halt neu bestellen bei Amazon. So, Hebebühne ist aufgebaut. Ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. Also ich denke, besonders spannend war die Geschichte mit den Phasen, dass wenn die verdreht sind, dass der Motor in die falsche Richtung läuft und sich die Hebebühne dann nicht hebt.
Beim ersten Mal dauert es, wie gesagt, einen kleinen Moment, bis sie sich hebt, weil er ja die Hydraulikleitungen befüllen muss. Aber es hat bei mir viel zu lange gedauert. Und wie gesagt, der Füllmittelstand von der Hydraulikflüssigkeit war ja auch gar nicht abgesunken. Und wenn wir jetzt reinschauen, ich habe ja vorher 5 Liter eingefüllt. Und dann war der Stand ja hier ganz oben. Und wie ihr sehen könnt, ist er jetzt bis hier unten abgesackt. Das heißt, da ist jetzt die Hälfte der Hydraulikflüssigkeit, also ca. 2,5 Liter, sind jetzt hier in die Bühne gelaufen. Also da, wenn ihr so ein Problem habt, dann eben bei Starkstrom 2 Phasen vertauschen. Ich habe jetzt L1, L2 vertauscht, so wie mir das auch bei Twinbush in den Videos geraten wurde. Und das hat funktioniert. Ich hoffe, es war was Hilfreiches dabei. Würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video wieder mit einschaltet. Dann hoffentlich Auto auf der Hebebühne, dass wir das einmal testen können, wie sich das dann nachher im Alltag verhält.